Pow, 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 Putenroy Braten in the house. Ja, ich bin's wieder, euer Benny, und das ist Folge 8 von DJ BNY, das Magazin. Ich erkläre euch aber zuerst, bevor ich die Themen aufzähle, einmal, wie es zu dem Namen Putenrollbraten kommt. Also meine Freundin, die nennt mich immer Putenrollbraten, wenn sie dann abends ein bisschen schläfrig ist und so ein bisschen verrückt wird durch diese Schläfrigkeit. Sie ist dann wie, sagen wir mal, bekifft und... ja, deswegen Putenrollbraten. Aber wir kommen auch gleich schon zu unseren Themen. Wir reden heute ein wenig über Frau Holle, die anscheinend gestorben ist. Mein Beileid. Wir reden ein wenig über die Cebus-Zelle, die wirklich nicht das Gelbe vom Ei ist. Ist ein Zeller Verkehrsunternehmen, aber kommen wir später drauf zurück. Ja, dann reden wir über das Dschungelcamp, was wirklich wieder in aller Munde ist. Leider Gottes. Und wir reden über das neue Mario Let's Play und über weitere Projekte. Das steht nämlich nicht auf dem Zettel. Ich mache mir immer einen Notizzettel, immer so einen schönen Post-it-Zettel. Versuche ich hier ans Tablet zu kleben, damit das halt nicht so aussieht, als würde ich mir meine Themen ablesen. Nein, wir reden noch über ein weiteres Let's Play, was hier gar nicht mit draufsteht, was demnächst aber starten wird. Und wir reden über das erste Android-Phone von Nokia, das Nokia Normandy. Und letztendlich über die Serien auf djbny.com und den aktuellen Status der Website. Ja, fangen wir ganz einfach mal mit dem ersten Thema an. Ich habe das Gefühl, Frau Holle ist gestorben. Auf jeden Fall scheint sie wohl... den halben Winter verschwunden gewesen zu sein. Oder zumindest den halben Herbst und den Winter, wie wir ihn bis jetzt erlebt haben. Denn es schneit nicht. Es wird nicht kalt. Gerade jetzt, obwohl hätte ich heute Morgen oder gestern noch drüber geredet, hätte ich noch gesagt, okay, es wird nicht kalt. Jetzt ist es ein bisschen kalt, es ist sogar glatt draußen, aber es schneit nicht. Es schneit überhaupt nicht. Irgendwie scheint die Alte wirklich verschollen zu sein. Also... ich weiß es nicht. Also ich gebe hier eine offizielle Suchmeldung raus. Findet Frau Holle, und wenn, dann zeigt einfach mal, was ihr davon haltet, dass es nicht schneit. Vielleicht liegt sie auch irgendwo erschossen in der Ecke. Also es kann natürlich sein, weil einige so ein bisschen sauer waren, dass es andere Jahre so viel Schnee gab. Bis in Mai hinein. Aber alles scheißegal. Nächstes Thema. Ja, die Cebus-Zelle, also es hat mich letztens ziemlich gestört. Zelleheute.de hat berichtet gehabt über einen Unfall mit einem Fahrradfahrer. Der arme Fahrradfahrer, der arme Busfahrer, muss ganz ehrlich sagen, weiß jetzt nicht, wer schuld war. Ist mir auch scheißegal, aber das Ganze hat mir noch mal wieder so ein bisschen den Anlass gegeben, mal wieder über die Cebus-Zelle zu reden. Weil ganz egal, worum es geht, du kommst immer darauf hinaus, dass die Cebus-Zelle einfach nicht das Gelbe vom Ei ist. Und zwar liegt es wahrscheinlich auch so ein bisschen daran, dass sich die Fahrpreise regelmäßig erhöhen. Als ich damals nach Celle gezogen bin, vor 5 Jahren, habe ich noch 1,60 für eine Stadtfahrt bezahlt. Und jetzt zahlen wir schon 2,20 und auch für Dörfer, wenn es nicht sogar schon 5 Euro sind, knapp 5 Euro. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich eine ganze Stange Geld für so einen beschissenen Service. Weil es wurden etliche Linien damals gestrichen nach der Umstellung auf die neuen Linien. Die Linien, es gab damals die Linien 1 bis, lass mich lügen, 1 bis 8. Und dann kamen die Linien 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ja, auf jeden Fall ist es eben so gewesen, dass etliche Strecken umgestellt worden sind. Hier fuhr damals die 3 und die 3,25 lang nach der Umstellung. Mittlerweile fährt hier nur noch die 7,75 lang, wo ich wohne. Und es ist wirklich so, dass nur noch alle 2 Stunden hier ein Bus fährt. Ich bin selber nicht auf den Bus angewiesen, aber für andere, die auf den Bus angewiesen sind, wie alte Leute, gehbehinderte Leute oder eben auch Kinder. Kinder gut, zur Schulzeit fahren die Busse eigentlich vernünftig. Aber komm mal wieder zurück dahin, wo du herkommst. Und das ist einfach alles ziemlich beschissen. Es wird zu Recht kritisiert, dass eben da Linien gekürzt werden, hier Linien gekürzt werden. Und es wird ständig auf das liebe Geld geschoben. Weil die Cebus-Zelle ja so arm ist, weil es ja ein privates Busunternehmen ist und die ja so wenig Geld mit Fahrgästen verdienen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, klar, ich kann es verstehen, dass bestimmte Linien eingestellt werden, dass bestimmte Linien nur noch alle 2 Stunden fahren oder jede Stunde, wenn wirklich nicht viel Betrieb ist. Aber andere Landkreise, die kriegen das doch auch anders hin. Schaut euch das mal in der Region Hannover an. Wir reden jetzt mal von Lehrte, weil da wohnt nämlich meine Freundin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich in Lehrte unterwegs bin oder auch in Burgdorf oder auch in Hannover, da fährt wirklich alle 10 Minuten ein Bus, wenn nicht alle 20 Minuten. So, und die Busse fahren bis spät in die Nacht hinein, zumindest innerorts. Das wäre hier in Celle auch nicht verkehrt. Die Busse fahren auch leer. Warum geht das in Celle nicht? Warum fahren hier die Busse maximal bis 20 Uhr? Wenn überhaupt, die letzten fahren meistens schon vor 20 Uhr los, damit sie so gegen 20 Uhr, 20 Uhr 15 am Ziel sind. Warum geht es nicht, dass die Busverbindungen am Wochenende mal vernünftig sind? Warum geht das einfach nicht? Ja, und dann eben diese hohen Fahrpreise, dann eben die Fahrweise. Die Fahrweise der Busfahrer, mancher Busfahrer. Sind nicht alle bescheuert, aber einige Busfahrer sind echt für die Tonne. Da muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, warum fahren die so? Da ist mir aufgefallen, dass manche echt fahren wie die Sau. Also ich bin damals Roller gefahren noch und bin dann wirklich bei uns in Celle auf einer Hauptstraße unterwegs gewesen. War eine Vorfahrtstraße. So, und aus einer Seitenstraße kam ein Bus. Der Bus kam wirklich hier auf diese Einmündung zu. Ich war auf der Vorfahrtstraße mit dem Roller. Und ich fuhr... Und da fuhr der Bus einfach raus. Der Bus hätte mich fast erwischt. Ich musste in den Gegenverkehr ausweichen. Statt dass der Busfahrer sich entschuldigt, zeigt er mir noch einen Vogel. So, und das habe ich am Bahnhof hier in Celle, habe ich das auch schon gehabt, an der Bahnhofsampel. Wollte die Bahnhofsampel überqueren, musste kurz vor dem Busfahrer bremsen, weil der Busfahrer kam nämlich von vorne um die Ecke geschossen. Ich mit meinem Fahrrad gerade drüber über die Ampel und konnte gerade noch so bremsen. Er hat auch gerade noch so gebremst, macht einen Scheibenwischer. Ich so einen Scheibenwischer zurück und ihn erstmal angebrüllt. Da habe ich dann auch gedacht, was soll die Scheiße? Oder es gab auch eben schon diverse Vorfälle, dass Busse einfach unterwegs eingefroren sind, weil die Busse einfach veraltet waren. Das war so um 2005, 2006 herum. Da sind die Busse einfach eingefroren. Stand ich in Oppershausen, wir sind im Bus eingestiegen, Bus fuhr nicht mehr los, Türen waren offen oder Busse fuhren teilweise mit offenen Türen, weil sie nicht mehr zugingen. Damals war auch mal ein Vorfall in Wadling. Ist auch so ein bisschen im südwestlichen Landkreis Celle. Und da ist es so gewesen, dass ein Bus über den Kreisverkehr fahren wollte. Er hat den Kreisverkehr wahrscheinlich zu eng genommen und ist dann umgekippt. Er ist schlicht und einfach auf der Straße umgekippt mit seinen Insassen drin. Ne? Und so diverse andere Dinge, die man eben feststellt. Es ist eben schon passiert, dass eine LKW-Fahrerin ins Landessozialgericht gerammt hat. Direkt am Schlossplatz, weil die Busfahrerin eben da rausfahren wollte, wo eben die Busse normal rausfahren. Da darf kein Auto lang nix. Und ein LKW kam aber von der Seite, wo eben Autos fahren dürfen. Und LKW-Fahrerin ist eben rumgefahren. Weiß nicht, ob sie hätte anhalten müssen, keine Ahnung. Aber das wissen LKW-Fahrer manchmal, das wissen Verkehrsteilnehmer manchmal eben auch nicht, die der Stadt fremd sind. Ne? Weil das hier so eine scheiß Verkehrssituation ist. Wir haben die Zeller Binde, die beschissenste Baustelle dieser Welt. Wir sind die verkehrsunfreundlichste Stadt Deutschlands, wie es schon öfter in den Medien aufgetaucht ist. Und wir haben eben so viele 30-Zonen wie fast niemand. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und da kann das dann eben mal passieren, dass ein LKW-Fahrer, eine LKW-Fahrerin das übersieht, dass sie vielleicht bremsen muss. Vielleicht musste sie auch gar nicht bremsen, vielleicht hätte sie Vorfahrt gehabt. Auf jeden Fall hat der Bus den LKW voll ins Landessozialgericht gerammt. Ja. Aber so viel zum Thema Cebus-Zelle. Wir haben uns genug darüber ausgelassen. Andere sollen, ihr könnt mir eure Meinung einfach mal mitteilen, was ihr für Erfahrungen mit der Cebus-Zelle gemacht habt. Also insbesondere die Leute, die aus Celle kommen. Wer Ähnliches von seinem Busunternehmen sagen kann, der möchte mir das bitte mitteilen. Also einfach, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde euch natürlich jeden Kommentar beantworten, wie immer.
Ja, dann das Dschungelcamp hat angefangen. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Und da sind unter anderem wieder diverse Z-Promis dabei, wie zum Beispiel Jochen Bendel, Michael Wendler, Melanie, weiß schon gar nicht mehr, wie die heißt. Keine Ahnung. Dann so eine, oh, wie heißt denn die Nervensäge? Wie heißt die Nervensäge? Sagt mir, wie die Nervensäge heißt. Diese Blonde, diese, hier, diese dieses österreichische Topmodel mit dem Nervgehen. Wie heißt die? Ach ja, Larissa irgendwas. Ich kann mir die Namen gar nicht merken. So unbekannt sind diese Leute. Auf jeden Fall dreht sich alles um den Wendler und diese blöde Nervensäge. Und es wird natürlich auch spekuliert, ob der Wendler da drin eine Show abzieht oder ob das alles echt ist. Das wirkt alles ziemlich gespielt und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine super, super schlechte Schauspielleistung. Und wenn es eben echt ist, dann kommt es eben absolut nicht authentisch rüber. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Dschungelcamp muss man sich nicht antun. Es sei denn, man will wirklich auf niedrigem Niveau unterhalten werden und will einfach mal so ein bisschen lachen. Dann kann man sich das antun. Aber wenn man wirklich, man kann das nicht ernsthaft gucken. Also man kann nicht sagen, ah, ich gucke das jetzt, das hat jetzt einen gewissen Bildungsauftrag für mich. Ja, auf jeden Fall, das Dschungelcamp, absolutes No-Go. Ja, nächstes Thema. New Super Mario Bros. Wii hat begonnen und ich muss ganz ehrlich sagen, also das Spiel macht mir doch mehr Spaß, als ich gedacht hatte. Anfangs habe ich dann eben so ein bisschen gesagt, ich sammle alle Münzen ein, ich mache dann 100% Run draus, aber ich habe mich dann nach einer Aufnahme entschieden, das nicht zu machen. Der Chris, auch einer aus Celle, der hat zu mir nämlich gesagt, ja, mach das nicht, mach keinen 100% Run draus mit den scheiß Münzen. Und so einige haben gesagt, ich bin froh, dass du das nicht machst mit den Münzen, mach es bitte auch nicht. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, hey, das muss doch nicht so ein 100% Run werden. Es ist einfach zur Unterhaltung, es soll Spaß machen und ja, ihr sollt Spaß dran haben. Und deswegen spiele ich es einfach ganz normal weiter. Es wird demnächst nebenbei noch ein drittes Let's Play starten, wo wir auch gleich schon beim nächsten Thema wären. Ja, wir starten demnächst Assassin's Creed Liberation HD, wenn ich mir das nicht noch anders überlege. Und ich habe mir vorgenommen, dass dann eben GTA 5, New Super Mario Bros. Wii und Assassin's Creed Liberation HD einfach als 3-Folgen-Package am Tag laufen, zum Beispiel New Super Mario Bros. Wii um 15 Uhr, GTA um 17 Uhr und eben Assassin's Creed Liberation HD um 19 oder um 20.15 Uhr an Dienstagen, Mittwochs, Donnerstags, Freitags, Samstags, Sonntags. Montags kommt DJ BNY das Magazin. 4 Videos am Tag sind einfach zu viel. Und deswegen habe ich gesagt, montags würde ich das nicht machen. Ja, auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr das gut findet. Wenn ihr es nicht gut findet, dann mache ich es natürlich auch nicht. Wenn ihr es gut findet, schreibt es einfach in die Kommentare. Wenn ihr es nicht gut findet, schreibt es auch in die Kommentare. So, ja, dann das nächste Thema. Das Nokia Normandy steht in den Startlöchern. Also es wurden schon erste Konzeptbilder gesichtet und es wurden schon erste Bilder des Handys gezeigt. Das ist dieses Nokia, was aussieht wie ein Lumia eigentlich. Die Oberfläche sieht auch so ein bisschen aus wie bei Windows Phone, aber irgendwie erkennt man doch, dass es ein Android ist. Und Nokia hat es lange dementiert und jetzt ist es wirklich bestätigt, dass Nokia Normandy soll kommen und es wird aussehen wie ein Nokia Lumia, bloß ohne Zurück- und Suchentaste, nur mit so einem, ja, so ein bisschen wie ein Pfeil. Machen wir es andersrum, so. Ihr seht es ja sowieso seitenverkehrt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ist das so eine gute Idee? Sollte Nokia eben auch auf Android setzen, wo es eben so viele schon gibt, die eben Android-Verfechter sind, wie eben Samsung oder auch LG oder eben auch Sony. Wobei Sony auch eigene Windows-Phones bringen will, eventuell. Es ist alles noch nicht sicher. Das mit dem Nokia Normandy ist relativ sicher. Nokia steht aber trotzdem ganz kurz vor der Übernahme durch Microsoft. Der Deal ist ja eh schon abgewickelt und
Ja, da bin ich eben mal gespannt, was da kommen wird. Also ich habe mein Nokia Lumia 920, das ist gleichzeitig auch meine super Hightech-Kamera. Ich finde die Qualität von Handykameras finde ich eigentlich gar nicht mehr so prickelnd. Wenn man erstmal eine richtige Fernsehkamera in der Hand hatte oder eine richtige digitale Spiegelreflexkamera, dann wird man sich mit Handykameras irgendwie nicht mehr ganz grün. Ja, das zum Nokia Normandy und dann geht es weiter auch mit dem nächsten Thema. Wir sprechen über djbny.com. Ich habe jetzt erstmal alle Serien, die aktuell sind, veröffentlicht, außer eben das Magazin und so Kleinigkeiten, die eben noch kommen werden. Es ist noch Content geplant für die Seite, aber ich habe zumindest erstmal alle wichtigen Serien und einen Teil der Klassiker veröffentlicht. Ihr findet das oben in den Serien und unter Klassiker, wenn die Seite eben dann funktioniert, weil da wären wir beim nächsten Punkt. Ich arbeite momentan exzessiv an dieser Seite. Richtig intensiv arbeite ich daran, um das Design ein bisschen auf Vordermann zu bringen, um eben auch Code zu bereinigen, Fehlerbehebungen vorzunehmen, das ganze Design noch so ein bisschen anzupassen und eben Inhalte zu vervollständigen, die Seite auch zu vereinfachen. Also ich habe es jetzt zum Beispiel so gemacht, dass es eben nur eine Navigationsleiste für alle Seiten gibt, die aus einer HTML-Datei abgerufen wird. Und genauso ist das mit der mittleren Navigation, falls ihr die Seite schon mal gesehen habt. Momentan ist es ein bisschen fehlerhaft, also das Design ist ein bisschen verschoben. Ich kriege noch nicht alles hin. Ich arbeite nebenbei auch noch an der Mobilansicht dieser Seite. Aber es wird alles werden. Und wenn das irgendwann fertig ist, geht es dann mit dem nächsten Album weiter, mit Best of DJBNY 2, was ich schon lange angekündigt habe. Und es geht dann natürlich auch mit dem nächsten Minecraft Texture Pack weiter, mit Bumcraft Reloaded. In Version 1, aber da haben die Arbeiten überhaupt noch nicht begonnen. Ich weiß gar nicht, auf welchem Stand Minecraft jetzt ist. Ich glaube 1.8 oder sowas. Keine Ahnung. Aber es wird weitergehen. Ich habe viel, viel, viel um die Ohren. Ich hatte zum Jahresende auch viel, viel Stress. Habe zwischendurch ein bisschen Scheiße erlebt und sowas. Aber die, die mich privat kennen, die wissen halt eben auch, wovon ich spreche und dass eben andere Dinge manchmal eben auch so ein bisschen Vorrang haben. Und gerade mit einer Freundin bist du sowieso schon mal relativ gut bedient. Ja, das wäre es eigentlich auch schon mal soweit von den Themen. Also ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Dafür solltet ihr auch ab und zu mal auf meine Facebook-Seite gehen, auf meine Google-Plus-Seite, auf meinen Twitter-Kanal. Oder eben auch einfach auf meine Website gucken, weil ich werde diese jetzt wesentlich häufiger aktualisieren. Ich werde sie regelmäßig aktualisieren. Ich werde auch zusehen, dass ich an einem Mobildesign arbeite, dass ihr eben auch vom Handy aus drauf zugreifen könnt. Und ihr habt auch noch als Alternative meine App, die ihr euch unter app.djbny.com herunterladen könnt. Also, bleibt einfach auf dem Laufenden und ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ja, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir einfach, schreibt sie in die Kommentare. Falls ihr Kritik, Anregungen oder sonst irgendwas für mich habt, schreibt es auch in die Kommentare. Ich möchte mich für heute erstmal verabschieden und bedanke mich ganz herzlich, dass ihr reingeschaut habt. Wir sehen uns weiter in der nächsten Folge von DJBNY, das Magazin, und natürlich in meinen Let's Plays. Bis zum nächsten Mal.